Ich glaube, wir können auf dem aufbauen, was die letzten Jahre und Jahrzehnte in dieser Stadt galt, dass es ein tolles Miteinander ist, dass man die unterschiedlichen Kulturen als Bereicherung und nicht als Herausforderung oder gar mit Angst davor sieht. Das hat aber zur Konsequenz, dass es eben nur in einem solchen Maße Migration und Integration in diese Stadt gibt, wo es genau dieses Miteinander auch noch geben kann, das Manfred Rommel begründet hat und das seither seit vielen Jahren zur DNA dieser Stadt gehört. Wenn man den Bogen überspannt, wenn wir zu viele Menschen versuchen zu integrieren, werden wir diesen Menschen nicht gerecht, aber auch nicht unserer Gesellschaft. Ja, wir müssen im Klimaschutz einiges tun, bis 2035 klimaneutral sein. Das heißt, wir müssen unseren Gebäudebestand sanieren, modernisieren, wie wir uns das noch nicht vorgestellt haben, mit großen Investitionen, mit ganz vielen Handwerkerinnen und Handwerkern, die das umsetzen. Wir müssen unsere Mobilität verändern, mehr hin zu Fahrrad und ÖPNV und auch zum Fuß gehen. Aber vor allem müssen wir die große Flotte an Kfz-Fahrzeugen, aber auch unsere Busse etc. auf Elektromobilität umstellen. Es muss, glaube ich, mehr eine Antriebswende wie eine Verkehrswende sein. Und zu guter Letzt ist das Thema Klimaanpassung, glaube ich, wichtig, weil wir können in Stuttgart ja noch so toll sein und bis 2035 das hinbekommen. Das Klima wird sich verändern auf dieser Welt und deswegen müssen wir schauen, dass wir mehr Schutz vor Hochwasser, bessere Möglichkeiten, was Beschattungen etc. angeht, um mit dem Klima zu leben, das uns die Länder drumherum ja, ein Stück weit aufs Auge drücken. Wir haben, glaube ich, dieses Mal echt eine tolle Kandidatenliste mit jungen Kandidatinnen und Kandidaten, die nicht jetzt, man könnte jetzt über ÖPNV sprechen, man könnte über Jugendhäuser sprechen, man könnte über die Ausstattung unserer Schulen und die Digitalisierung sprechen, aber das Wichtige ist, glaube ich, dass in der Fraktion nachher ein Mindset ist, der einfach jung ist, der anders denkt wie ich mit meinen 53, weil er ein anderes Umfeld hat, weil er eine andere Wahrnehmung hat. Dafür machen wir ein tolles Angebot und mit vielen Stimmen für die CDU am 9. Juni werden diese jungen Männer und Frauen, diese Jugendliche auch in den Stuttgarter Gemeinderat gewählt und dann ein tolles Angebot für Stuttgart machen.